When the world was new, and dreams had not yet receded from the waking day, dragons ruled the earth. The first dragon was a queen named Mim, and she was the keeper of all who dreamed. Mim circled the world and held her tail in her mouth. As long as Queen Mim held her tail this way, there would be a balance between life and death, and good and evil, and the dreaming would flourish. She watched those who dreamed with care, and all living creatures lived together in peace and harmony, until one day, a spirit known only as the Lord of the Locust became unhappy. The Locust was a nightmare being without shape or form, who could exist only in the spirit world. To enter this world, he would have to take possession of a mortal's flesh. The Locust chose the most powerful mortal of all, Mim, Queen of Dragons. When the Locust entered her mind, the Queen went mad. Balance was lost and the world grew dark. The dream had become a nightmare. To save the world, the other dragons confronted her, and a terrible battle ensued. As the dragons fought, they crashed back and forth, pushing up mountains and carving out valleys. They knew it would be the end of their beloved Mim, but for the good of the world and to destroy the true enemy, they turned their queen into stone, trapping the Lord of the Locust inside of her until the end of times. Later, as the land cooled, the valley was born, but never again would the world be perfect, for the Locust lies hidden just below the surface. Filled with bitterness, the Locust bends the minds of people to his will, and always he creates suffering. Down through the ages, many have tried to kill the Locust and free the Queen, but all have failed, and the land remains in darkness and fear, waiting for the day a hero will come and save them. Coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain. Shut when up! She comes. Smiley Bone! Phony Bone! Am I gonna have to separate you two? Hey, Phony! The coast is clear! Look at him! We got chased out of Boneville 2 weeks ago, and he's still moping around. Oh well, I guess you can whine all you want when you're the richest guy in the whole town. Ah! Oops! Silly me! Ex-riches! They can't do this to me! You can't do anything to a rich person that he doesn't want! Oh, a couple of shady business deals went sour. Is that any reason to run the most beloved bone in Boneville out on a rail? Yes. Beloved? The mayor declared a school holiday just so the kids could come and throw rocks at you. Oh, bad news, Phone. We're out of water. That's it! That's the last straw! Don't get mad at Smiley Bone. This mess isn't his fault. That's right. The townspeople aren't mad at us. They ran you out of town because you're a selfish little greed bag. I can't believe this. I'm gonna die out here. Hey, Phone, where are we? Get us out of here. I can't. We're off the map. I think we're lost. Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin in Bone Out from Boneville. Ich habe zwar keine Ahnung, was jetzt die drei Typen da mit dem Drachen vom Anfang zu tun haben, aber es wird vielleicht irgendwann noch klar werden. Das kommt mir vage vertraut vor. Ich glaube, das ist eigentlich ein Comic-Reihe oder so, diese Gestalten, die wir da sehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich lege jetzt keine Körperteile dafür ins Feuer. Ich recherchiere das ja eh nochmal, wenn ich das Spiel ins Infrakta Games Archiv packe. Ihr kennt das ja schon, dann schreibe ich euch auch dazu, wenn ich bis dahin ja herausgefunden habe, was das sein soll oder ob ich recht hatte. Das Spiel scheint schon ein bisschen älter zu sein. Ich kann nämlich nur eine relativ bescheidene Auflösung einstellen. Ich nehme an, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist. Ist auf jeden Fall von Telltale. Die machen normalerweise in erster Linie Adventures, deshalb ist da ein relativ starker Verdacht gegeben. Schauen wir einfach mal. Also schön aussehen tut es ja nicht. Das muss man einfach mal festhalten bis jetzt. Ist optisch das eher nicht so the Burner.
He needs to cheer up. Try thinking about something besides your money. Take me, for example. I never had a penny in my life, but I'm not sad. I got no responsibilities. I'm free. Free as a bird. A bird? Ha! More like a mangy stray dog who doesn't eat very often. Well, true, but you get my point. I'm a respected community leader, a shining pillar of moral strength. How could they do this to me? Well, first they... Who asked you? Also, wir haben irgendwie diese, scheinbar diese drei Nasen. Der wurde scheinbar aus dem Dorf geschmissen und die anderen zwei weiß ich jetzt nicht genau, warum die da dabei sind. Moby Dick is my favorite book. A little music ought to brighten up the mood around here. Hamtown ladies sing this song, doo-dah, doo-dah. You're driving me crazy. Those mountains look kind of far away. Doo-dah day. That's my cousin Smiley. Okay, das sind Cousins, die drei. Okay. There might be shelter in the mountains. If we want to get over there, we need to figure out how to do it without dying of thirst first. Ja, wo geht's hin? I think it's some kind of old paper. It's stuck. What you doing, Phone Bone? I'm trying to get this thing out from under this rock. What is it? I'll tell you after I get it out. Well, let me know if it's a piece of pie. I love a piece of pie right now. Just stand up, will you? Sure thing, cuz. Let me help you with that. Huh. Looks like it's some kind of map. A map? I'm saved! Give it here! Give me a dollar first. What? We're lost in the desert. Give him a dollar. What does being lost in the desert have to do with anything? I'm not giving up what I have left for that caterwauling hobo. It's only a dollar. You don't know what it's like to have everything, and then all of a sudden, you have nothing. I'm not giving up what I have left for that caterwauling hobo. Come on, Phony. Don't be so cheap. Cheap? I'm not cheap. Just frugal. What did you get Smiley Bone for his birthday last year? You said you were gonna remind me. I did. Yeah, but it was such short notice. I told you 2 weeks in advance. 2 weeks? I'm very busy, Phone. How am I supposed to remember something like that for 2 whole weeks? Forget it. I'm not giving up what I have left for that caterwauling hobo.
Would you rather spend a dollar or die of thirst out here? I'm thinking. Do you really hate Smiley's music so much? What, are you crazy? How can you stand it? At least he's over that old gray mare phase. We're never gonna get out of here without a better map. I'm not giving up what I have left for that caterwauling hobo. Boy, you really do hate Smiley's music. What, are you crazy? How can you stand it? At least he's over that old gray mare phase. Boy, you really do hate Smiley's music. What, are you crazy? How can you stand it? At least he's over that old gray mare phase. That's right. I remember you used to pay me to get him to stop playing that song. Never mind. Are you sure it's a map of the area? Yeah, there's the mountains over there. Come on, Smiley, just give him the map. Not until I get my dollar. What do you need a dollar for out here anyway? In case we come by a place where I can get a candy bar or something. I'm pretty hungry. How about the old gray mare? My favorite. The old gray mare, she ain't what she used to be. Ain't what she used to be. Ain't what she used to be. I hate that song. The old gray mare, she ain't what she used to be. Many long years ago. Also, geh doch. Not until I get my dollar. Here, Smiley, here's a dollar. Thanks, here's the map. Let me see that. Let's see now. What? What is this? This map looks like it was drawn by a five-year-old. It's worthless. It's worth a dollar. That's it. I'm gonna kill him. Smiley, what's that noise? Is it the townspeople? No, no people. Just locusts. Really neat, huh? Aha. Das ist interessant, das habe ich in dem Adventure nicht gesehen. You guys still there? Why me? Owie. I think they're going to... Ja. Finde ich jetzt nicht toll gezeichnet, finde ich eine sehr sinnlose Einlage irgendwie, weil das Spiel bis dato eigentlich ein Point-and-Click-Adventure ist. Also finde ich, aber auf deiner Seite finde ich wiederum gut, dass man das einfach nur überspringen kann. Is it him? Is it the one we seek? This is not the one. He doesn't bear the star. Kill him anyway. He will be our supper. Who's gonna be your supper? The great red dragon! Oh, my head. I must have been knocked out. Where is everybody? Did Phony Bone and Smiley leave me? As usual, I suppose it's up to me to save them and get us all back home to Boneville. Just once, I wish they'd try to save themselves. Say, where did this torch come from? Hello! This is one of Smiley's cigar stubs. If I can find more of these, maybe they'll lead me to Smiley.
These cigar butts smell pretty bad. Es gibt so Hüpfeinlagen, okay. Also das ist kein... I wish Smiley had dropped breadcrumbs instead. Das ist kein klassisches Point-and-Click-Adventure, das ist eher so ein 3D-Adventure. Das ist halt von der Kameraperspektive ja teilweise echt schwer zu erkennen. Gross. Abgesehen davon, dass es halt einfach ziemlich dunkel ist. Weil klar, es soll ja dunkel sein, aber... eine Sackgasse zu sein. Also das ist echt schwer zu erkennen bei der von der Perspektive her. Denn da jetzt weiter? Ach, ich hasse sowas. So dieses Herumirre. Ah, da. Denke ich. Morning sure comes quick around here. Also so Jump'n'Run Einlagen hat's auch noch. Also die Kamera ist echt doof. Wirklich hilfreich ist das alles nicht. Hey, it's green down there. I made it out of the desert.
I don't know how deep that water is. I'm not sure that water is safe to swim across. Hey, watch it! You almost stepped on me! Whoops! Hello. What are you supposed to be? I'm Ted. I'm a bug. You look more like a leaf. A leaf? That's an insult. Where's my big brother? Hold on. I didn't mean any harm. Well, I suppose you're okay. You probably just don't know our ways around here. Guess I won't have to call my big brother out on you. Wow, redet der mal einen starken Akzent. Where am I? This here's our valley. Pretty, huh? Do all the bugs around here talk? Sure. Why wouldn't we? Don't bugs talk where you come from? Come to think of it, I don't think I ever asked them. Well, you might want to sometime. Have you seen my cousins around? Cousins? What do they look like? Well, sort of like me, I guess. Ain't seen no one like you before, mister. Maybe Thorn has seen him? Who's this Thorn? He's not another bug, is he? Nah, Thorn knows just about everything in the whole world. I don't know my way around here. How am I supposed to find this Thorn? Thorn's usually at the farm or the spring. Getting to the spring is real easy. Just cross the river, follow the path, go to the bottom of the waterfall and cross the river again, then cross the Possum Clearing. You can't miss it. I don't see a way to cross this river. Oh, you can't get across the rocks like I can you? Sometimes being small is an awful nice thing to be. Tell you what, my brother's on the other side of the river. If you want, I'll go over and get him to help out. What do you say? Your brother? He's really gonna be able to help? Oh, sure. You just don't worry about a thing. What's your name? Phone Bone. Okay, Bone. Don't worry. We'll get you across this river in no time. Thanks. I'll wait here for you. I notice you always seem to jump in threes. Little, little, big. Yep. Aha, okay. Der Synchronsprecher hat auf jeden Fall Spaß gehabt. Warum kann er von dem zurück, aber nicht wieder? Das ist total unlogisch. Oh Leute. Wer hat denn das Spiel gemacht? Also von allen blöden Minispielen, die ich je erlebt habe in dem Adventure, hey, ist brother. Das in den Top 10 an blöden Minispielen. Big Brother, where'd you go? Hey, Ted. Oh, there you are.
This here fella been asking to meet you. Seems a decent guy, that phone bone. I'll help him right out. It's a big old dead tree. What's your point? Need you over here. On my way. Cool, the bugs made me a bridge. He's a good guy, always looking out for him. Also, wirklich hübsch sieht das auch nicht aus von den Modellen. Weder von Modellen noch Textur. Ich frag mich halt, wie alt das Spiel ist. Willst du nicht erst Danke sagen? Thanks, Ted. Don't mention it, Bone. Happy to help. Is this your, brother? Yeah, big brother. This is Phone Bone. Nice to meet you. He's actually a real nice guy. Just don't make him mad. I got anger issues. Once he gets fired up, he'll charge at anything, won't you? Yeah, pretty much. Hey, how do I get to that spring again? You don't remember things real clearly, do you? Just down the path, across the pile of rocks, and through the possum's clearing. It's not so hard. Be seeing you, Ted. See you around, Bone. Stay out of trouble. Hey, that apple looks pretty tasty. It's him. Quick, comrade. Get off your fat butt and make us a cooking fire. Well, well. Look who joined us for supper. Go start the cooking fire. No. You called me fat. No! What do you mean, no? And it's not the first time you've done it either. You will go nowhere, small mammal. We're going to make you into a nice stew. You know, us bones are awfully fattening. Doesn't matter to me at all. Why should it? He's not the one who's fat. Comrade, please. I'm hungry. If you think I'm fat, just... You will go nowhere, small mammal. We're going to make you into a nice stew. Maybe I should just go. You will go nowhere, small mammal. We're going to make you into a nice stew. What? Quiche? What kind of food is that for a monster to eat? Does that mean you don't want to eat me? Of course I want to eat you. In fact, I want to bake you into a nice, fluffy quiche. What? Quiche? What kind of food is that for a monster to eat? I wouldn't let your friend call you fat. You don't look fat to me. Thank you. Yeah, good. Can we eat him now, please? Do you really think I'm fat? Comrade, this is not the time for this. If you think I'm fat, just say so. Please, comrade, I do not think you're fat. And why do you always call me fat? But always. I do not always call you fat. Tell you the truth. Sometimes it gets a little much to take. Comrade, be reasonable. I wasn't... You will go nowhere, small mammal. We're going to make you into a nice stew. Okay, wir müssen uns ja scheinbar irgendwie rausschwätzen. Aber ich muss ehrlich zugeben,
es ist halt echt gar nicht mein Spiel. Also so gar nicht. Ich würde wirklich gerne an der Stelle einfach mal den Cut setzen und sagen, lasst es uns damit gut sein lassen fürs Infractor Games Archiv. Ich denke, wir haben verstanden, was es ist. Bone, out from Boneville. Also erstmal, wir wissen jetzt, dass es gibt. Und zweitens, wir wissen jetzt, es ist wohl so ein 3D-Adventure mit kleinen Minispiel Einlagen, sei es jetzt der Käfer mit den Steinen oder das Hüpfen über die Felsen. Das aber in erster Linie ist es halt dann irgendwo schon ein klassisches Adventure, dass wir halt uns durchquasseln müssen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich habe das irgendwo schon mal gesehen, diese Phone Bone Typen da irgendwie. Es kommt mir vertraut vor. Ich glaube, das basiert auf irgendeinem Comic oder so. Ich würde behaupten, das ist dann auch wirklich eher ein Spiel für Fans von diesen Comics. Für mich, dem das halt jetzt einfach nichts großartig sagt oder gibt, ist das ein Adventure, das nicht sonderlich hübsch aussieht. Das liegt zum einen an der Auflösung, die man großartig ändern kann, zum anderen an der doch recht grob gemachten Modellen und Texturen. Ich bin jetzt nicht unbedingt versessen auf Grafikopulenz, aber gerade beim Adventure. Ich finde, das Spiel zeigt auch wieder so ein bisschen das Problem von 2 und 3D. Dadurch, dass das Spiel scheinbar schon ein paar Tage alt ist, das oder es ist mit, ich weiß, also ich behaupte einfach mal, das ist schon älter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das heutzutage außer von einem, keine Ahnung, ich meine es jetzt nicht böse, aber manche russischen Indie-Entwickler, die nutzen teilweise sehr seltsame Editoren, kostenlose Grafikdinger, da das sieht manchmal auch ziemlich räudig aus. Aber das bei Telltale kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, wir haben hier ein frühes Telltale-Adventure vor uns. Wie gesagt, die Modelle, die Texturen, das ist alles sehr grob irgendwie und unhübsch. Ich weiß nicht, ob das jetzt scheinbar... Das kann sein, dass das sich an den Stil von den Comics orientieren soll, muss. Weiß nicht. Aber mich spricht das jetzt auf der Ebene schon nicht an. Von dem Gequatsche habe ich den Eindruck, wir haben hier eher ein Spiel vor uns für jüngere Spiele. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt sagen würde, okay, also wir haben ja schon Adventures gesehen, wie zum Beispiel hier Basimets Fluch, das ist ganz klar Adventures für Erwachsene. Dann haben wir schon Adventures gesehen, wie Deponia-Reihe, die Monkey Island-Reihe und so Sachen. Das ist eher so lustige Adventures für die ganze Familie. Dann haben wir schon Adventures gesehen wie die Discworld. Die sind halt wirklich auch für Scheibenwelt-Fans gedacht. Das ging dann damals eher so in die Richtung wie die ganz alten Adventures, wie Zack McCracken und so, wo man ganz wirr alles Mögliche einsammelt, versucht zu kombinieren. Das ist hier alles gar nicht so der Fall. Das ist alles relativ einfach gehalten vom Gequake. Auch was man überhaupt machen kann, angucken, nehmen. Also dafür haben wir das Inventar und dann sehr viel reden. Ist ein sehr einfach strukturiertes 3D-Adventure mit so Minispielen, würde ich also mal behaupten. Dementsprechend würde ich sagen, wir wissen jetzt, dass das gibt. Wir wissen jetzt, was es ist. Wir wissen jetzt, wie es aussieht und was man hier so treibt. Ich würde es gerne an der Stelle wirklich sein lassen, auf sich beruhen lassen damit, wenn sich jemand für dieses Spiel interessiert, weil er nach diesem Spiel guckt, weil er da Fan von ist, dann weiß er jetzt, okay, er weiß jetzt, wie das aussieht. Wenn einer sich allgemein oder jemand sich ganz allgemein informieren will über das Spiel, kann er sich auch schon jetzt mit den paar Minuten Video, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen, weil es geht gar nicht an mich, ja. Also ich habe da gar keine Motivation, gerade eben das weiterzuspielen. Ich meine es wirklich nicht böse. Aber es gibt einfach so Spiele. Da sitzt man halt als Gamer vor Computer und denkt sich, nee. Da kann das Spiel selbst an sich okay sein. Bis jetzt, ich habe keinen Bug, ich habe keinen Crash, ich habe keine Stabilitätsprobleme. Aber es ist halt einfach so nicht für mich. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich setze hier meinen Cut, verabschiede mich aus Bone Out from Boneville. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschö.